Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen, sagte einst der Philosoph und Schriftsteller Georg Santayana. Am 12. Mai 1943 wurde Julius Hesse, der ehemalige jüdische Vereinspräsident des DSC Arminia Bielefeld, vom Bielefelder Güterbahnhof in das Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt, wo er am 6. März 1944 ermordet wurde. Ohne Julius Hesse würde es Arminia Bielefeld heute so nicht geben. Während seiner Amtszeit von 1909 bis 1914 rettete er unsere Arminia vor der Insolvenz. Wir erinnern an den ersten Retter des Vereins und haben mit dem Julius-Hesse-Platz hinter der Westtribüne einen Gedenkort geschaffen, der fortan in verschiedenen Projekten wie die Präventionsarbeit des DSC, die Stadionschule oder den Stadtrundgang Spurensuche Nationalsozialismus eingebunden wird. Und so freuen wir uns, dass wir gemeinsam mit dem Arminia Supporters Club, dem Fanprojekt Bielefeld und der NS-Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg einen denkwürdigen Erinnerungsort geschaffen haben und unsere U16 die Patenschaft für den Julius-Hesse-Platz übernimmt. Die Zusammenarbeit mit allen Partnerinnen ist etwas ganz Besonderes. Aufgrund dieser gelungenen Kooperation entstand auch der Gedanke, hier sozusagen in der Wohnstube des Vereins, in der Schüko-Arena, eine dauerhafte Erinnerung zu schaffen für die jüdischen Mitglieder. Die Präventionsarbeit mit der jeweiligen U15 des Vereins, Prävention gegen Antisemitismus und Rassismus, gegen Menschenverachtung generell, existiert seit 2 Jahren. Die U15-Jungs werden hier vor Ort sensibilisiert für das Thema und anschließend zeitnah fahren sie zu uns nach Wewelsburg, schauen sich die Ausstellung Fußball im Nationalsozialismus an und wir stellen natürlich aktuelle Bezüge zur Gegenwart her. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sehen die Einweihung des Julius-Hesse-Platzes als einen wichtigen Baustein für die Erinnerungskultur des DSC Arminia, aber auch der gesamten Stadt Bielefeld an. Nur dabei darf es nicht stehen bleiben. Es geht um Nachhaltigkeit. Und wir bieten demnächst einen historischen Rundgang an zur Geschichte Arminias im Nationalsozialismus. Er führt durch den Bielefelder Westen rund um die Alm herum und wir werden mit entsprechenden Bildern an Standorten stehen bleiben, die unmittelbar oder mittelbar mit der Geschichte Arminias und seiner jüdischen Mitglieder zu tun hatten. Die Ausgrenzung jüdischer Mitglieder sorgte für Demütigungen, Verfolgungen und Ermordungen. Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten. In unserem Stadion und in unserer Stadt ist kein Platz für Diskriminierung und Menschenverachtung. Wir stehen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein.